70 Jahre bin ich alt. 35 Jahre davon, also die Hälfte des Lebens, bin ich auf dem sogenannten geistigen Weg. Zu trennen ist das Körperliche von dem Geistigen ohnehin nicht. Aber es gibt bestimmte Aspekte, die ich aufgenommen habe, um sie dann über das Körperliche auszuleben, auszudrücken, umzusetzen. Begegnet sind mir viele Meister und Meisterlein. Aber nachhaltig ist einer, der vor 2500 Jahren gelebt hat. Heraklit. Heraklit, der sozusagen ein Pendant darstellt zu Aristoteles, der unser Weltbild heute wesentlich prägt. Ursache, Wirkung, kausales Denken. Nein, Heraklit nimmt die Paradoxie des Lebens auf. Seine Fragmente, wie sie überliefert sind, sind für mich der geistige Hintergrund zu dem, wie ich heute mein Leben gestalte. Die verborgene Harmonie ist besser als die offensichtliche. Aus Zwietracht entsteht Eintracht. Aus Missklang die höchste Harmonie. Erst durch dauernden Wandel kommen die Dinge zur Ruhe. Doch die Menschen sehen meist nicht, dass alles, was sich widerspricht, dadurch mit sich in Einklang kommt. Es liegt Harmonie im Widerstreit. Das zeigen zum Beispiel Bogen und Leier. Der Name des Bogens ist Liebe, aber sein Werk ist Tod. Erschreckend für Sie? Es ist das Leben eingefangen in wunderbaren Worten. Wenn dein Leben eine Melodie werden soll, dann muss der einzelne Ton sterben dürfen. So gestaltet sich Leben. Das ist das, was wir aus der Polarität dieses Daseins erkennen dürfen. Es gehört zusammen in Zeit und Raum. Leben ist Sterben, Sterben ist Leben. Ohne Veränderung, die wir allerdings bewusst begleiten mögen, lässt sich Leben in seiner Ganzheit nicht erfassen.